Ja, hallo Leute und damit willkommen zurück auf Creative Simon und zu einer weiteren Folge von Command Block City zusammen mit dem Crazy Builder. Hallo. Hi. In der letzten Folge haben wir bei ihm angefangen, einen Aufzug zu bauen. Heute geht es aber bei mir weiter mit dem Springbrunnen. Und was machst du in der Zeit so? Eine U-Bahn-Station bauen. Genau, die U-Bahn-Station. Da komme ich nachher auch mal hin. Die seht ihr jetzt schon bei mir hier hinten in der Entfernung. Und ich würde sagen, bei mich fang mal an. Ja, ich kann noch mal ein bisschen zeigen. Obwohl, ist sie überhaupt hier? Ja, hier ist sie. Und hier werden wir in der nächsten Folge oder jetzt noch nachher mal schauen, wie es da weitergeht. Ja, bei meinem Brunnen hatten wir auch aufgehört und da hat sich auch ein bisschen was verändert auf jeden Fall. Genau, habe ich einen Deaktivierungsmechanismus reingemacht, damit der Button nicht gespammt werden kann. Das heißt, während du weitermachst, ja. Ich baue jetzt da nicht die U-Bahn-Station, sondern ich mache die Verlosung bereit. Oh, dann machen wir die Verlosung bereit. Die Leute, die auf meinem Kanal vorbeigeschaut haben, die wissen, worum es sich handelt. Für alle anderen, na, wir hatten gesagt, dass wenn ihr einen netten Kommentar schreibt, ihr ein braunes Haus gewinnen könnt. Das wollen wir entweder nochmal umstellen oder vielleicht sogar komplett sein lassen. Genau. Weil wir euch nicht dazu animieren möchten, uns positives Feedback zu geben. Da würde ich sagen, nur noch einen Kommentar rein. Genau, so ist es. So, irgendwie fehlt mir hier ein Command-Block, der die Partikel gemacht hat. Ich weiß nicht. Mal schauen, vielleicht habe ich ihn auch deaktiviert. Ich gebe jetzt jedem User eine Zahl und du wirst gleich zufälligerweise eine Zahl und dann schaue ich, welche es okay. ist. Okay, machen wir so. So, wir hatten alles. Ah, hier ist der Command-Block drin. Achso, weil er nicht... So. Der liebe Minecraft hat eine Chance gleich. Mhm. Ja, am besten zählst du einfach alle Kommentare mal. Weil ja. Egal, was geschrieben wurde, wird gewertet. Mhm. The Floor hat die Chance. Ach, schon wieder Redstone vergessen. The Redstone Cedric hat eine Chance. Maya Schlumpf. Ihr habt lustige Namen. Auf jeden Fall. Wo ist hier denn noch ein Kunde? Verdammt, ich hab... TDE Minecraft LP hat eine Chance. Nee, TDR Minecraft LP. Entschuldigung. So. Ich deaktiviere den mal, während wir hier arbeiten. Redstone Frosch Perger hat eine Chance. Kenn ich sogar. So. Ja, das war's schon. Wir haben jetzt insgesamt heute dabei 6 Leute, die es gewinnen können. Mhm. So. Jetzt ändere ich gerade mal die Reihenfolge. Mhm. Zufallsgenerator Google. Ja. Weil du wüsstest jetzt, du kannst jetzt irgendeine Zahl sagen, du wüsstest, grob, wer es ist. Ich habe keine Ahnung, wer es sein wird. Mal schauen, vielleicht kenne ich die Person, ja. Ich mache in der Zeit hier wieder den Command, denn der einmal den Command, nicht den Command, den Amos, den hier oben killt, und zwar kill. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder wie vorhin alle Entitäten töte. Simon hat vorhin etwas Mist gemacht. Ja, ich habe vorhin alles getötet, was auf dem Server existiert. Hat und das waren um die 90 Entitäten und das war ein großer Fehler. Denn wir hatten nämlich schon einen Aufzug fertig, aber den werdet ihr dann, würde ich sagen, in der nächsten Folge bei René sehen. Hi! So, X brauchen wir einmal, Y brauchen wir einmal und Z brauchen wir einmal. Das heißt, das sind nur an der Koordinate, der Amos sind getötet wird und dann mit einer Distanz von 1. Irgendwie so hat das ja gemacht. Was? Einfach Kisten. So. Ich brauche einmal die Koordinate hier. 056 minus 92. Die tragen wir dann hier ein. 056 und minus 92. Oh, minus 92 einmal hier hin. Und dann hier ein weiteres Komma. Irgendwie habe ich... Oh, ich habe das Z ist gleich dahinter. Jetzt Z ist gleich nochmal dann nochmal so davor. Und dann töten wir alles, was jetzt hier ist. So, Distanz ist gleich 1. Ich
glaube, ich muss ein Limit ist gleich 1 hier machen, damit das geht. Oder? Oder wo liegt mein Fehler? X, Y, Z. Wo liegt mein Fehler? Distanze A, Punkt 1 ist gleich Punkt 1. So, aber trotzdem wollen wir nur Limit 1 und dann wollen wir noch den Tag SB1 nehmen. Das ist der vom Springbrunnen. Wie geht's bei dir denn mit deiner Verlosung voran? Ich bin gleich fertig. Ich habe schon die Nummer, aber ich tue es jetzt nochmal. Ich mache jetzt 6 Türen und du musst hinter eine Tür gehen. Oh, coole Sache. Natürlich schön Interaktion. So, ich lasse mir das noch hier aber mal offen. So, schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Ich sollte du kannst in der Umfrage einblenden, welche Tür würdet ihr wählen? Nee. Aber ja, ich glaube, man kann es gar nicht sehen. Ja, es hat geklappt. So. Kill SB1 wieder. So, wir müssen ihm jetzt ja von der Position auch wieder selber nochmal eine Motion geben. Das war mein Problem, was ich noch hatte. So. Das heißt, wir berichtigen das mal. Obwohl, ich glaube, wir arbeiten gleich an was anderem, damit es ein bisschen interessanter wird. Also, execute. If entity. Ach, ich töte ihn hier auch, glaube ich, gar nicht. Das mache ich gerade alles falsch, so. Kennst du das, wenn auf dem Minecraft-Schild der letzte Buchstabe nicht hinpasst? Oh ja, das ist schlimm. Data Merge Entity. Okay. So, ich weiß schon wieder, warum es nicht geht, weil ich schon wieder das Run vergessen habe. Es geht ja aber auch bei mir darum, dass ihr ein bisschen dazu lernt. So. Und zwar, was Data Merge macht, ist, es bearbeitet die Entitätsdaten des Armor Stands, der jetzt da ist, und zwar Motion wollen wir noch. Okay, ich bin fertig. So, warte, ich komme gleich hin. So. Et E, so. Achso, ich muss dann wieder Tag. Also ich bin fertig mit dem Generator. Wann steht es ja noch nicht. Mhm. Das heißt, ich komme gleich mal hin. SB1, Limit ist gleich 1, ist hier dann wichtig. Ich lege jetzt einfach mal eine Schiene, mehr nicht, ne? Ja, mach das mal. So, alles weitere stellen wir Motion ein. So, und hier in diesen eckigen Klammern müsst ihr dann immer 0f, 0f eingeben und dann je nachdem, wo er hin soll, in x, y oder z in die Richtung, muss dann Motion eingetragen werden. Das machen wir aber gleich. So, das heißt, wir haben jetzt ein paar doppelte Arbeiten. Oder ich mache es. Wir können die Züge doch schneller machen. So, ich sehe hier ein paar Türen. Oh, ja. Und da sind Zahlen dran und du musst jetzt eine Zahl rausholen. Die Zahlen sind immer durchgemischt. 1, 2 oder 3, 4, 5, 6. Letzte Chance vorbei. Nein, wer es kennt, gibt einen Daumen hoch. Nein. 2. Und zwar, es ist der Meisterschlumpf, oder? Nee, Meierschlumpf. Meierschlumpf. Meierschlumpf hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an dich. Du hast ein Haus gewonnen. Und zwar, welches hatten wir verlost? Das braune, das rote? Das hier. Das hier. Das hier ist das Haus für ihn. Ach, hier steht sogar eine 2 dran. Ist das Zufall? Ich glaube nicht. Zufall? Ich glaube nicht. Ach, das ist die Hausnummer. Ja, cool. Dann nehmen wir mal das Schild. Dann ist das hier jetzt dein Haus. Herzlichen Glückwunsch. So, hier wohnt der Meierschlumpf. Irgendwie sagt man automatisch Meister oder so, aber Meierschlumpf, herzlichen Glückwunsch an dich. Das muss mich an das eine Aufzugsschild erinnern. Oh nein, das eine Aufzugsschild. Aufzug im Brandfall benutzen. Oh ja. Also. Da hat jemand, richtig, irgendwas falsch gemacht. Also wird das wohl wahr. So, aber ich muss hier jetzt noch einmal was verändern. Ja, mute dich einmal kurz weg. Das heißt, ich übernehme mal ein bisschen die Unterhaltung hier. So, hier fehlt jetzt noch die Motion, aber ich fange jetzt erstmal an mit dem nächsten. Ich möchte nämlich, dass von hier einmal ein Wasserstrahl kommt, der dann hier rüber hüpft und da zurückhüpft. Und einen, der von hier kommt und dann darüber hüpft und wieder zurückhüpft und dann einmal aus der Mitte in alle Richtungen welche hinspringen oder hüpfen, dass wir hier so eine kleine Wassershow haben. Ihr seht auch, ich habe es hier ein bisschen trocken gelegt, weil hier unter jetzt Redstone ist. Und Redstone und Wasser vertragen sich natürlich nicht gut. So, ich würde sagen, wir müssen einfach nur den Command hier von dieser Seite aus nehmen und eigentlich nur invertieren. Dann sollten wir genau das gleiche erhalten.
aber welches Haus verlosen wir denn heute? Die Frage ist, machen wir weiter mit der Hausverlosung? Das wäre dann diesmal bei meinem Part. Das heißt, schreibt einen Kommentar und unter allen Kommentaren losen wir dann im nächsten Part wieder aus. Ich glaube, das mit den Türen machen wir jetzt immer so. Ist ganz witzig. Und die Auflösung gibt es dann in deiner Folge. Ich würde sagen, wir verlosen hier das Rote, weil das demnächst fertig ist. Ja, ich baue es gerade zu Ende. Genau, dann baue es mal zu Ende. Und unter allen Kommentaren, die jetzt unter meinem Video geschrieben werden, verlosen wir dann das Haus. So, ich schaue jetzt aber mal weiter hier. Und zwar haben wir jetzt ja einen Armos, der hier gespawnt wird. Der bekommt erstmal einen anderen Tag, damit er sich nicht mit dem anderen zankt, sage ich mal. Und an sich müsste es doch einfach nur Minus sein. Und wenn das die Lösung ist, dann wäre es gut. Wo liegt der Fehler? Ach, hier muss das Minus sein. So, ich schaue einfach mal, ob das jetzt schon geht. Und ich packe hier jetzt einen neuen Command drunter. Denn der hier ist für die Partikel zuständig. Da wird geschaut, ob es ein Armor-Stand mit dem Tag SB1 gibt. Und dann wird bei dem ein folgender Partikel ausgeführt, halt relativ zu ihm. Dann 3 in X, 2 in Y und 3 in Z erweitert. Und dann nochmal einmal, was ist nochmal die Nummer hier? 1 oder 0? Das ist, glaube ich, die Geschwindigkeit. Ja, genau, die Geschwindigkeit und dann hier die Anzahl der Partikel. Und Normal und Force kann man hier noch anpacken. Das ist dann für die Sichtbarkeit. Normal heißt, dass sie nach einer gewissen Zeit einfach weg sind, wenn man sich zu weit entfernt. Und Force heißt, dass man sie immer sieht. Einfach mal, um euch ein bisschen was zu erklären. Denn ich denke, viele sind auch hier, um halt ein bisschen zu lernen, wie denn Command-Blöcke funktionieren. Aber dafür ist auch Command-Block City da. Und demnächst haben wir ja auch noch was vor, das können wir ankündigen, wir sagen aber natürlich noch nicht wann, denn das ist noch nicht sicher, aber es ist in der Planung. Und zwar werdet ihr bald auf diesen Server drauf können und Häuser bauen können. Das ist im Moment der Planung. Und die Leute, die einen Pass gewonnen haben, wir könnten das sogar einrichten. Genau. Ja, ihr könnt dann eure eigenen einrichten und ihr könnt eigene auch bauen. Es gibt halt Häuser mit einer Frist, wo ihr, sagen wir mal, 30 Tage Zeit habt, ein Haus zu bauen. Und wenn ihr es bis dahin nicht geschafft habt, dann war's das. Dann wird euer Haus gelöscht. Schweren Herzens. Oder ihr holt euch halt einen Plot, wo ihr längere Zeit habt. Und wenn es fertig ist, übernehmen wir das in der Stadt. Aber das ist alles noch in Planung. Das heißt, macht euch nicht zu heiß drauf, aber es wird kommen. So, weiter geht's dann bei mir. Mal schauen, ob sie jetzt schon klappt. Ich glaube nicht. Dann könnt ihr theoretisch sogar... es hat fast geklappt. Wir haben auch noch die Idee, was man noch machen könnte. Und zwar werdet ihr vielleicht auch in der Stadt rumlaufen können, euch Geld verdienen und in Shops einkaufen gehen können. Genau. Shopping. Und ich baue gerade übrigens einen CC-Shop. Ein CC-Shop. C und C. Nicht C und A. Keine Schleichwerbung. So, hier, er landet hier, das heißt, die Motion muss weniger in die X-Richtung. Mal schauen, ob das stimmt. Das heißt, wir machen hier einfach mal ein 8 draus. Ich würde sagen, dass ich jetzt sogar nur das Haus eher baue und nachher in meiner Folge alles einrichte, weil es dann mehr mit Comments zu tun hat. Ja. Okay, das war schon mal ganz gut. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch gute 5 Minuten. Das heißt, du machst deins nochmal fertig. Und ich zeige dann auch nochmal die U-Bahn mit den kleinen Aufzügen, die wir da haben. Und das, was du so gemacht hast. Ja, ich habe auf jeden Fall viel gemacht. Also, freu dich. Naja, ich habe auch nicht viel gemacht. Ich habe leider einen Command-Block zerstört, aber jetzt machen wir hier gerade so ein bisschen Anpassungen. Ich musste ja für einen jemanden Türen bauen. Ach ja. Was heißt musste? Ich dürfte. Du durftest das. So, mal schauen, ob das jetzt hilft. Was ist der neueste Modetrend in Command Block City? Boah, keine Ahnung, was da ist. So, warte mal, das war falsch. Es muss weniger in die Richtung. Leute, falls ihr kennt ja bestimmt Lederrüstungen. Die kann man ja färben. Schreibt mal hin, wenn ihr so, ja, naja, nachher Helm, hier Rüstung. Nee, wie nennt man das? Warte, lass mich mal gerade nachschauen. Wir haben ja einmal die Haube, das Hemd, die Hose und die Stiefel. Schreibt mal in die Kommentare, wie das Special Outfit aussehen soll. Also einfach, keine Ahnung, hinschreiben. Vier verschiedene Farben einfach.
Haube, gleich und dann schreibt er auch eine Farbe hin. Ich würde halt sagen, einfach Helm, Brustplatte, Hose. Ihr wisst ja, was man in Minecraft anhaben kann hier. Ne? Mhm. Das kennt ihr ja eigentlich, wenn ihr Minecraft spielt. Ja, und auch dann habt ihr eine Chance. Zeige ich dir gleich. Ja. Dann habt ihr auch eine Chance, dass das übernommen wird. Das, was uns halt am besten gefällt in dem Fall. So, ich brauche also in die Richtung hier mehr. Das heißt, wir machen hier einfach noch einmal so einen drauf. Das sollte es dann genau perfekt sein. Schauen wir mal. Das ist halt alles ein bisschen rumprobieren, aber das hier ist perfekt. Nichts mehr merke ich mir, wenn ich in meiner Folge die Villager spawne, dass ich dann vorher den Command nochmal unten drunter vergrabe, damit nicht wieder ein Simon kommt, der Slash Klett E angibt. Ja, ich habe mir ja zum Glück auch so ein paar Sachen abgespeichert. Ich nicht. So. Die Fleischtheke vermehrt keine Verkäufer mehr. Naja, das ist halt so eine Sache, weil ich aus Versehen auf Enter abgerutscht bin und das Ganze dann ausgeführt wurde. Ja, tut mir leid. Ja, so. Nächstes Mal halt passe ich mehr auf, wo meine Hände hinrutschen. Und mach mehr Backups. Ja, Backups wären vielleicht auch nicht so schlecht. Ja, aber hier sind immer fehlgeschlagen beim Homestar. So. Aber wir wechseln ja bald. Genau, wir wechseln bald unseren Homestar, aber damit habt ihr ja nicht viel zu tun. Eigentlich gar nicht. Genau. So, hier baue ich mir das einmal alles frei, damit wir hier gleich schön eine Redstone-Leitung hinlegen können. Ich habe gerade keinen Plan, weil ich mache hier gerade irgendwie. Ich habe gerade das Muddelgeschäft ein bisschen weiter gebaut. Genau. Jetzt baue ich gerade die U-Bahn wieder weiter. Ich habe keinen Plan, weil ich tun soll. Na, kein Plan stimmt ja nicht. Du wechselst einfach zwischen dem durch, was du heute machst. Ja. Bei mir ist es eher ein bisschen eintönig, aber wir haben jetzt schon eine Lösung gefunden und haben gleich eine richtig coole Wassershow schon. Okay. Kannst du dir ja gleich auch mal mit dann ansehen. Wir können ja parallel dazu eine Feuerwerkshow machen. So, warte mal, hier, das hier ist der Command, der da einmal ausgeführt wird. Das heißt, das hier ist der Command, der jetzt für das andere ist. Ich glaube, im Bonn, da gab es irgendwie so eine Wassershow. Ich weiß nicht, ob das im Bonn war oder irgendwie doch. Das war, glaube ich, im Bonn. Da gab es so eine Wassershow, wo die irgendwie ganz viel mit Wasser und Licht gemacht haben. Mhm. Und die haben sogar ein Bild auf Wasser übertragen, glaube ich. Oh, sowas ist cool. Das war echt cool. Vielleicht kann man sowas Ähnliches auszusetzen, so dass Fontänen aus dem See kommen. Ja, das wäre eine Idee. So, also das war echt mega cool. Ich habe glaube ich keine Bilder mehr davon. Schade. Irgendwie sah das gerade so aus, als wenn er startet, aber nicht startet. Na doch, ich glaube das. Er bleibt kurz stehen und dann startet er erst. Ich glaube, das ist beim anderen aber auch so. Aber egal, darum kümmere ich mich später. Wir schauen jetzt mal, dass wir hier die Motion mit einfügen. Das heißt, den einmal weg und schauen wir mal. Die Motion muss in die beiden positiven Achsen. Ne, sie muss einmal minus das und positiv das. Also positiv in die X-Richtung, also in die rote Richtung muss es einmal fliegen, eine Motion, also so. Und dann muss es noch von der rechten Seite gedrückt werden. Das heißt einmal minus Z. So. Mist, ich habe ein Problem. Oh, was denn? Ich zeig's dir gleich, wenn du zu mir kommst. Okay, so, ich schau mal. Kommt der schon? So, nee, ich schau nicht bei dir. Ich schaue noch bei mir einmal kurz. Also was hatte ich jetzt gesagt? Positiv in die eine Richtung, glaube ich. Also 0,9 machen wir hier mal. Und dann machen wir minus 0,9 in die andere Richtung. Das ist jetzt mal ein bisschen ausprobieren, aber wir sollten dann gleich einen Armor Stand haben, der hüpft, wenn ich das mit Motion und so alles richtig gemacht habe. Nee, habe ich eben nicht, kann ich euch jetzt schon sagen, weil wir haben ja einen Execute Command davon gemacht. Aber die Zeit, sehe ich gerade, ist leider schon wieder aus. Wir machen schon wieder Überlänge, aber ich finde 15 bis 20 Minuten wollten wir ja auch und das ist ja auch okay. Dann kommen wir zu mir. So, dann komme ich jetzt einmal zu dir und wir schauen uns einmal an, was bei dir so passiert ist. Und was mein Problem ist. Genau, wo liegt dein Problem? Und also erstmal, hier soll nachher in die Ecken, da hinten haben wir auch noch eine, sollen halt diese Fashion-Trend drin sein. Mein Problem ist, hier habe ich so ein Muster. Mhm. Und hier muss trockener Concrete hin. Structure Void, würde ich sagen, ne? Oder geht das nicht? Ich glaube, das geht. Okay, und ja, dann, und dann haben wir hier noch die Aufzüge. Mit denen könnt ihr nach oben. Dann kommt man hier raus. Und mit dem geht's nach unten. Die haben wir vorhin auch gebaut. Ich will doch nicht deine Füße in mein Gesicht.
Der funktioniert aber nicht richtig. Warte, ich kümmere mich gerade drum. Ja, da muss Wasser gefüllt werden, überall. Da hab ich eben Mist. Ah, da hast du Mist gebaut. Nein, es hat den Aufzug zu voll gemacht. So, okay, die 20 Minuten sind jetzt auch voll. Wow. Aber dann mal schauen. So, einmal noch testen. Es geht nach unten. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal vor die Aufzug rein. Ja, in den Aufzug. Aber da können wir nicht so eine schöne Endcard machen. Das heißt, wir stellen uns hier jeder in einen Schacht. Jeder in einen Schacht. Komm. Oh, jetzt bin ich. Ja, das geht halt nicht. Deswegen, komm mal mit nach oben. So, und ich sollte natürlich auch die Kamera nach vorne machen. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen kreativen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst auch ein Abo beim Crazy Builder da, damit ihr nichts mehr verpasst. Denn da kommt die nächste Folge. Das heißt, immer abonnieren. Genau. Und dann geht's da weiter. Bis dahin und ciao.